Alles gut. Hier ist Endstation. Schieß, Clan, komm! Ach, ein Vorbeigehen, das hat auch Stil. Witzball. Warum mache ich automatisch ein Manöver, mit dem ich an ihm vorbeigehe, wenn ich das gar nicht soll? Geht's noch? Was soll denn das? Das schon wieder. Geh in Deckung! Nathan Cornelius wiegst Gesicht Drake, das ist nicht wahr. Ja, dann fick dich einfach. Komm, regenerier dich. Dreh's Kugeln. War das schon alles? Zack. Ja. Wäre schön, wenn ich was sehen könnte, aber kann ich nicht. Zack. Ja, geht doch. Eine Fresse. Damit, Mistkerl. Ich weiß nicht, warum er den Dolch hatte, aber man sagte nicht nein dazu, ne? Genau zur rechten Zeit. Bei dir alles klar? Raus aus dem Zug, Nate. Was soll denn das heißen? Weißt du, was ich mitgemacht habe? Ich habe dich nie gebeten, hier den Helden zu spielen. Chloe, komm jetzt, wir haben keine Zeit. Genau, also raus aus dem Zug, so schnell du kannst. Und dich lasse ich hier. Du hast dich doch schon entschieden. Was hast du denn erwartet? Ich habe erwartet, dass du mich deckst, Nate. Und das habe ich auch. Wie denn bloß mit den zwei anderen am Hals? Dann viel Glück mit Flynn. Ihr passt zueinander. Ich fasse es nicht. Du weißt einfach nie, wann Schluss ist. Was? Kein cooler Spruch? Keine schlaue Antwort? Nicht. Nein! Das tust du nicht! Halt! Lass ihn laufen! Erlöst ihn von seinem Elend! Sollte dabei denn schief gehen. Kapitel 15. Oh, habe ich etwa runtergestellt, weil der Zug mir auf den Scheißdach gegangen ist? Ah ja, das tut mir aber leid. Gute Frage. Loslassen wäre leichter gewesen. Stimmt wohl. Man hat sich gerettet, so ist es ja nicht. Sonst wäre jetzt direkt Ende. Ach komm. Kleine Pause.
Ja. Du musst es den Helden spielen, was? Ja. Also frag mich nicht warum, ich habe das Gefühl, ich habe es schon mal gesehen. Als hätte ich das schon mal gespielt. Auch nicht mehr, was sie mal waren. Okay. Mist. Ja, ich meine, das wurde mir erspart, das ist ja nett. Muss also nicht alles noch machen. Hoffentlich hält. Wir haben's doch fast. Haben's doch fast. Nathan, leck mich am Arsch, Drake. Willst du mich... Einfach da hoch! Ja, sehr gut. Gesundheit. Tschüss. Ist auch gut. La 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 la. Der sieht mich. Ach, was auch immer. Frisst Granaten, Wichser. Oder so, mir doch egal. Irgendwas hat wehgetan. Sehr gut. Immer noch gerne mit. Na komm. Helm weg. Knie weg. Alles gut. Das ist irgendwie ein ziemlich schlechtes Versteck. Frag mich aber nicht warum. Kann ich einfach gehen so oder muss ich alle kaputt machen? Ja, ich glaube, ich muss. Sehr gut. Ja, das klappt irgendwie nicht so gut. Wenn ich offen stehen muss, um das Ding dann zu treffen, das... Passt irgendwie nicht zusammen. Aber schön, dass ich um Ecken gucken kann. Das ist nett. Was ist schon? So einfach. Na gut, die können nicht klettern, das macht schon Sinn. Ich
das früher gewusst hätte, den ganzen Drecksaufwand überhaupt nicht gemacht. Ich klettere raus oder ich verblute hier. Ja, kletter doch. Wo auch immer du lang klettern willst, aber ist ja nicht mein Problem. Wo ist denn der? Und wer ist da? Na komm, na komm, na komm, na komm, tschüss. Frisskugeln, Wichser. Und Tipp kannst du mir auch noch gleich geben. Das war nicht der Tipp. So, jetzt aber. Soll ich... Ich hätte die ganze Zeit rausklettern können, oder wie? Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es einfach nur. Wie kann das beste das Spiel des Jahres 2009 gewesen sein? Sonst hat man einen Arsch offen oder was? Wir sind wie Edmund Hillary in Tenzing Norgay. Das war ein Witz für Leute, die Ahnung haben. Ich spreche leider nur Deutsch. Me hablo Deutsch. Wo bin ich hier? Okay. Wie lange war ich weg? Ja. Tom, Tom. Danke. Nein, 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 das reicht. Tut mir leid, ich verstehe nicht. Was? Ja, lang. Also aber nach Satz 1 nicht verstanden hat, dass ich seine Sprache nicht spreche. Ja, sure. Shepherd kann auch gut sein. Sure. Ich kann nicht mehr sagen, dass er gut ist. Willkommen zum besten Kapitel im Spiel. Kapitel 16. Verdammt, wo bin ich? Sure. Nein, 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 sure. Ich schätze, ich soll ihm folgen. Wo bin ich? Kapitel 16. Das ist ein ziemlich schweres Kapitel und man kann, wie man hier sieht, draufgehen. Es ist gefährlich einfach nur. Und ich werde mich sehr konzentrieren müssen, dass das nicht passiert. Ist das knapp? Ah, verdammt. Ach, ärgerlich. Und hat mal durch den Stein gefallen. Hi. Hi. Ja, was geht so? Versteht mich hier jemand? Sieht schlecht aus. Ich brauch keine Waffen mehr. Ich bin ein Tier. Hey, Mo. Verstehst mich nicht, oder? Okay, das war knapp, aber das haben wir gut gelöst. Ja, danke. Kapiert, dir nach. Ich verstehe, ja. Okay, das sind Berge. Ja.
Ja, das ist doch super. Ja, war wohl nix. Ich dachte, man könnte hier rum, aber naja, ist egal. Hälfte 1 geschafft, sehr gut. Verzeihung. Hi. Was? Hallo. Hier kann ich nicht durch. Es hat auch labyrinthische Züge. Hallo. Hi. Hi. Geschafft. Kann ich hier nicht irgendwie springen? Ich kann doch. Geschafft. Hallo. Schau mich nicht so an. Ich schlag dich kaputt. Ich zeig dich an, das verlässt meine Privatsphäre. Boah, der hätte uns fast kalt gemacht, der Typ. Wow. Ei, das war eng. Hör auf deine Mama, okay? Sei schön brav. Hi. Hey. Wollt ihr mal ein Mixtape kaufen? Versteht ihr mich? Ich glaube, das war nein. Okay, dann halt nicht. Bitch. Ah. Schau mich an, wenn ich mit dir hinterrücks rede. Bitch. Guter Sprung. Ich sehe euch zwei aber. Das ist nicht lustig hier. Nur ein bisschen. Hallo. Ja. Wäre es nicht lustig, wenn der Handschlag in diesem Dorf für sowas steht wie ich hasse dich oder so. Aber Nate weiß es nicht. Das wäre so lustig. Und ich dachte, es kann nicht noch schlimmer werden. Nate! Oh Gott sei Dank, du lebst! Tut mir leid, ich... Schon okay. Elena, hast du eine Ahnung, was hier vor sich geht? Wie lange bin ich schon hier? Nur ein paar Tage. Ich bin der Spur zum Wrack gefolgt. Was ist denn eigentlich passiert? Du hattest recht mit Chloe. Ach nein. Anscheinend wollte sie gar nicht gerettet werden. Hat sie das getan? Nein, das habe ich Flynn zu verdanken. Schiffer Gudescher. Ja, Nia Gotsison. Ah, sie ist also Dolmetscher. Du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Dolmetscher gegen Prollrapper. Ah, unser mysteriöser Gast ist wach. Hey, das ist Herbert aus Stuttgart. Das ist Karl Schäfer. Ach, nah dran. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Gut. Bitte, hier. Es sieht aus, als hätten wir vieles gemeinsam, Mr. Drake. Ihr kommt beide aus Stuttgart. Ach, tatsächlich? Ja. Vor etwa 70 Jahren wurde ich geboren in Stuttgart. Kam ich hierher, genau wie Sie. Na dran. Ins Dorf getragen, halbtot. Der letzte Überlebende meiner Gruppe. 70 Jahre, du bist ja ein Fossil, Junge. Ich führte eine Expedition nach Tibet, um den Eingang nach Shambhala zu finden. Mindestens 90. Was sie wirklich wollten, war der Chintamani-Stein. Also, mein Freund, wo haben Sie das gefunden? Borneo. Wieso? Das ist der Schlüssel nach Shambhala. Das ist genau das Objekt, das Ihr Gegner so dringend braucht, selbst wenn er es noch gar nicht weiß. Ich glaube, er weiß es. Hey, danke für alles, was Sie für mich getan haben. Vielen Dank. Aber ich bin raus aus der Sache. Die... haben Sie also besiegt? Die Suche ist vorbei? Ja, genau. Was, wenn sie gerade erst anfängt? Was soll denn das Ganze? Glauben Sie mir, die Wunden heilen. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Ja, immer sagen mir alle, wie viel Glück ich doch habe. Dabei geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Nate. Nein, Elena, mir reicht's. Schluss jetzt, ich spiele nicht mehr den Helden. Ihr Gegner wird nicht so einfach aufgeben. Erst dann... wenn das, was er haben will, in seinem Besitz ist. Ach ja? Schön, alle Macht für ihn. Die Macht ist genau das Problem. Einige der schlimmsten Herrscher der Geschichte besaßen jeweils nur ein Fragment des Chintamani-Steins. Männer wie Tamerlan und Chinggis Khan. Wenn schon ein Splitter so viel Macht verleihen konnte, was wird dann aus dem Mann, der den ganzen Stein besitzt?
Das ist Blödsinn. Hinter ihm muss er her sein, Nate. Dann ist Lazarevich wirklich ein Spinner. Er jagt einen Mythos. Und wenn nicht? Ach, Elena, komm. Was ist, wenn er recht hat? Du weißt, wozu er fähig ist. Ich verstehe Ihre Zweifel. Sie wollen Beweise. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Ja, wie ein rational denkender Mensch. Ting Sanen, Pala Tingongri. Finden Sie die Reste meiner Expedition und Sie haben Ihren Beweis. Tenzin führt Sie hin. Stugater Boys, sei mal. Stugater Boys. Danke. Na, das kann ja heiter werden. Komm bitte heil wieder. Wollen wir Sex eigentlich nehmen? Irgendwas von dem, was ich sage? Sieht einladend aus. Was steht da? Du dachtest ihn denkt. Jetzt, wo du sagst. Du. Tasson. Pantomime liegt mir nicht. Irgendwas Gruseliges. Troublemaker. Irgendwas mit Kampf? Ja, warte. Tenzin. Wozu brauchst du das? Bergsteigen. Und hinten ist ein Schatz. Nö, ist kein Schatz. Das ist ja traurig. Das war auch traurig. Durch den Stein gefallen. Nein. Ja, das Kapitel war jetzt ein schöner Abschluss. Ich hab keinen Bock mehr. Mir reicht's erstmal. War ganz lustig und jetzt können wir, ja. Man schaltet 2 für heute. Und morgen finden wir den Schatz, der hier irgendwo versteckt liegt. Und daran glaube ich fest. Ich werde ihn finden. Und dann bringe ich ihn zur Sparkasse. Mit 2,5% Zinsen. Ich bin unsterblich. So. Ja, bis morgen, was auch immer.